TV1, die Reportage. Hinterher weiß man mehr. Ein Schnäpschen in Ehren kann niemand verwehren und so ist nämlich ein sehr, sehr guten Williams-Christbrand. Doch wie kommt eigentlich der Williams-Christbrand in die Flasche? Los geht's wo? Am Baum. Deswegen sind wir für euch unterwegs in der fränkischen Schweiz auf einer Obstwiese beim Herrn Schmidt. Und der wird uns erstmal erklären, wie lange so eine Birne braucht, welche Birnensorten es gibt, welche sich eignen. Und dann zeigen wir euch auch den Birnenprozess. Also heute wird spannend. Es sieht hier so schön aus. Wunderbar. Ja, fränkische Schweiz. Schöner kann es nicht sein. Ihr geht mit und Herr Schmidt müsste, glaube ich, da oben stehen. Da gehe ich jetzt hin. Einmal durch die Berge gelaufen und schon ist er da, Roland Schmidt. Bei euch, das ist ja so idyllisch. Und das mit in der fränkischen Schweiz, wie viele Bäume habt ihr? Wir haben insgesamt 2.000, 3.000 Bäume. Ich zähle es gar nicht nach Bäumen, sondern einfach nach Sorten und entsprechend, ja, also sehr vielfältig. Das heißt, welches Obst baut ihr an? Wir bauen eigentlich bei uns alle Obstsorten, die wachsen. Von der Kirsche über Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen, Walnüsse. Dann müssten wir in das Bärenobst reingehen. Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren bis hin zu Exoten. Na? Also ist alles vorhanden. So, heute geht es um das Thema Birne. Wie entsteht eigentlich ein Birnenbrand, ein Williams-Christbrand? Das heißt, wir brauchen erstmal die Birne. Jetzt habt ihr mehrere Sorten. Wie viele Sorten Birnen habt ihr? Sorten Birnen, sagen wir 15, die größten. Ja. Die Hauptsorte ist schon die Williams-Christ. Da haben wir 1972 angefangen, eigene Anlagen zu pflanzen. Vorher haben wir sie immer aus dem Ausland bezogen, aber wir haben gesagt, die wachsen hier bei uns auch. Und dann sind entsprechende Sorten wieder zugekommen. Eine Conference, eine Klapsliebling, eine Vereinsdächernd, Lebrunsbutterbirne, also ganz viele. Kann man eigentlich sagen, es gibt eine gewisse Speisebirne und es gibt eine, die sich nur zum Brennen eignet? Also, ja. Dann müssten wir aber in dieses Jargon gehen, in die Vergangenheit. Okay. Wir haben also in der Vergangenheit vom Großvater noch die gute Graue. Das ist eine Birne, die eigentlich hauptsächlich für einen Brand geeignet ist. Ne? Boxflaschenbirne. Dann möchte ich noch erwähnen, die bei uns wirklich auch traditionell seit Jahrhunderten schon angebaut wird, die Mollebusch. Ist den Älteren noch bekannt. Sie reift so Ende September, Anfang Oktober. Hat dann ein wenig grieseliges Fruchtfleisch, aber ein Aroma und erkennen, das übertrifft die Williams. Echt? Also das würde einen eigenen Bericht sprengen, ja. Okay. Genau. Nee, die Mollebusch. So, die Williams Christ, wie viel Kilo erntet ihr voraussichtlich 2020? 2020, wir haben noch mal Glück gehabt. Das letzte Jahr hatten wir so gut wie keine Birnen. Im Normaljahr habe ich eigentlich schon einige Tonnen Birnen. Dieses Jahr haben wir etwa 2/3 der Ernte verloren. Das waren vor allen Dingen die Fröste vom 11. auf den 12. Mai. Und man sieht es den Früchten auch an, wenn man sagt, das ist eigentlich normal ausgeformte Birne. Ne? Hier so ein leicht beduftet, gelb, kugelig, passt wunderbar. Und weiblich. Die Birne, ja. Genau. Und hier sehen wir eine typische Frostgeschädigte. Oh. Sie sind, also die Zellen sind erfroren, deswegen sind sie nicht mitgewachsen. Da ging es ja noch ein wenig besser, da ist sie mitgewachsen. Fürs Brennen, wenn die ordentlich ausgereift ist, kein Thema, können wir sie verwenden. Gott sei Dank, sonst hätten wir die Menge nicht, die wir auch immer wieder benötigen. Mhm. So, hier zu ernten, das heißt, es sind ja Unsummen zu ernten. Wer erntet bei euch? Ernten tun alle, die gerade am Hof sind. Okay. Freiwillige Helfer, die Familie, zusätzliche Arbeitskräfte brauchen wir eigentlich nicht. Das ist die Phase jedes Jahr, erste, zweite Septemberwoche, da wird mit angepackt. Wer Zeit hat und wenn wir so ein Traumwetter wie momentan haben, dann ist es ja wirklich Erholung. So, was wir jetzt machen, wir gucken für euch ein bisschen bei der Ernte zu, ja? Dann gehe ich wieder davor, das sehen wir uns gleich wieder und erklären wir euch noch ein bisschen mehr zur Williams-Christbirne. Weil man kann sie auch in der Flasche eigentlich ziehen, aber das verraten wir erst nachher. Also, umgucken, bis gleich. Thank you.
Die Jungs sind ganz fleißig am Ernten und mittlerweile, ja, der ganze Hänger ist gut wie voll. Wie viel Kilo stehen jetzt ungefähr da drauf? Das sind um die 500, 550 etwa. Ja. Ich kann es relativ genau ansprechen, weil wenn ich weiß, anhand der Kisten, in der Kiste sind 15 Kilogramm, okay, mal so und so viel. Ja. Woran erkennt der Erntehelfer eigentlich, dass die Birne reif ist? Da müssten wir jetzt an einen Baum hingehen. Wenn man die Birne leicht anhebt und sie fällt einem in die Hand, dann ist sie absolut pflückreif, genau für unsere Zwecke, für den Williamsbrand. Weil sie muss vorher Zucker einlagern. Und wenn ich sie schon früher pflücke, dann müsste ich an und für sich drehen und sie richtig abbrechen, damit sie weggeht vom Baum. Und dann hätte sie noch ein paar Tage Zeit gehabt. Ne? Man erkennt es an der Farbe, wenn sie so hellgelb wird, aber vor allen Dingen beim Pflückvorgang. So leicht in die Hand nehmen, ein bisschen drehen und dann muss sie in die Hand fallen. So, wir durften jetzt in der Zeit auch ein bisschen schnabulieren, ja, zwetschgen. Und jetzt gehen wir mal ganz an das Thema, ganz kurz noch rein. In den Supermärkten bekommt man die Zwetschgen meistens kitzgrün, ist stocksauer, wie so vieles Obst. Warum ist das so? Gut, da hängt es mit der Haltbarkeit zusammen. Das wird geerntet, dann kommt es auf den Großmarkt. Vom Großmarkt wird es transportiert zum Einzelhandel. Der Einzelhandel will es auch noch ein paar Tage verkaufen. Wenn Sie das mit einer vollreifen Frucht machen, kann es eng werden. Da haben Sie zu viele Verluste. Aus der Sicht verständlich. Nur aus der Sicht eines Verbrauchers, der in eine reife Frucht beißen will, ist es schade. Dann muss er zu uns kommen aufs Land. Wir können ihm das bieten. Das wollte ich gerade damit sagen. Ja? Wir blenden euch jetzt hier mal die Adresse ein. Ja? Wenn ihr frisches Obst wollt, Birne, Zwetschge, Apfel und Co., vorher anrufen, ihr habt einen Hofladen, ganz toll. Und ehrlich, es schmeckt sensationell, was ich ganz toll finde. Wenn ihr mal da nach hinten guckt, der Dirk, ja, sich schwenkt, dann findet ihr gleich zwei Esel. Gehören die euch? Die Esel gehören zu uns, ja. Die Esel waren eigentlich unterwegs zu ihrem letzten Dasein. Und das hat mein Cousin vermittelt. Da sind etliche in der fränkischen Schweiz gelandet. Wir hatten am Anfang, also sie sollten zum Schlachter eigentlich, der ganze LKW. Und die Mary, die ist dann als erstes da gewesen, das ist die Mutti. Da hat es noch geheißen, es könnte sein, dass die trächtig sind. Tatsächlich, ein Jahr später, an einem Septembermorgen, die ganze Schafe, alle haben hochgeguckt, was denn da oben los wäre. Und dann ist die Rosalie geboren worden. Die Rosalie? Rosalie, genau. Und dann war auch das Schöne zu beobachten, Esel sind Herdentiere. Die Maria war vorher immer sehr traurig, hat dann den Anschluss zu uns gesucht. Und seit sie jetzt zu zweit sind, ist alles in Ordnung. Und ja, prima. Also, ihr lebt hier wie im Paradies, wisst ihr das? Man könnte meinen, wir sind Schweden bei Michlaus Lönneberger. So gut. Ja, und man muss auch sagen, wir hatten früher zwar auch Tierhaltung, Gänse und so weiter, aber seitdem wir die Schafe und diese Sachen hier haben, wir kriegen auch eine Umstellung der Natur. Es sind mehr Raben da, nachts sieht man die Flöderfläuse fliegen. Es ist, man merkt es, ne? Also das hängt alles als Biotop zusammen. Der Tierkot, der dann rausfällt, lockt wieder bestimmte Insekten an. Diese Insekten sind wieder als Fraßstelle für bestimmte Vögel. Ja, macht Spaß, das auch zu beobachten. Ich finde die sensationell. So, was wir jetzt machen, wir fahren vor nach Forchheim, auch in Franken. Dort gibt es den Herrn Gronauer, der hat eine Brennerei. Du fährst ihm wie viel ungefähr dieses Jahr hin? Ich denke, ich werde mit ihm noch mal reden, 500 bis eine Tonne. So, werden wir kriegen. Und dann, wenn das Obst da ist, dann sehen wir uns in Forchheim. Du schwingst dich auf deinen Fränkisch Bulldog. Bulldog, sagt man. Fränkisch ja. Bulldog, ne? Ja, genau. Und ich fahre mit dem Auto vor und wir sehen uns gleich wieder. Alles klar. In Forchheim sind wir angekommen in der Brennerei Ammon und Volker Gronauer ist neben mir. Die Birnen sind angekommen aus Oberehrenbach. Ja, vor einer Woche sind sie angekommen und jetzt kann sie eingemeischt. Gute Qualität? Sehr gute Qualität. Ich habe sie noch ein bisschen reifen lassen, habe eine Plastikplane außenrum, dass die Reifegase, die ja da entstehen, auf die Birnen insgesamt einwirken können. Dadurch werden sie gleichmäßig reif und schön vollreif.
So, seit wann gibt es denn die Brennerei Amon? Brennerei Amon, die ist verbrieft hier auf einem Ahnenpass meiner Schwiegermutter. Da ist ein Gastwirt Knorr erwähnt, der 1850 geboren worden ist. Und seitdem hat er Wirtschaft gegeben, Gasthaus zur Fränkischen Schweiz. Und seitdem existiert nachweislich die Brennerei. Die war früher in der Gastwirtschaft, die ist inzwischen nicht mehr existent. Und 1870 rum sind diese Brennereien ja offiziell vom Bayerischen Staat anerkannt worden und in ein Register gefasst worden. Aber gegeben hat sie schon viel länger. So, das heißt eigentlich, der Ursprung liegt in der Seite Ihrer Frau. Ja, ja, ja. So, Sie haben es dann irgendwann übernommen. Es war so, dass die Oma meiner Frau hat die Brennerei nach dem Krieg oder während des Krieges schon fortgeführt, weil ihr Mann frühzeitig gestorben ist. Und dann hat es mein Schwiegervater übernommen, die Brennerei, im Jahre 1945 rum. Und hat es weitergeführt bis 2010, 11. Da habe ich sie dann mehr oder weniger übernommen. Der Schwiegervater ist 2013 gestorben und dann habe ich es voll am Hals gehabt. Voll am Hals. So, viele denken ja, Schnaps ist gleich Schnaps. Dem ist nicht so. Worauf kommt es denn bei einem guten Brand an? Man sagt immer, ein guter Schnaps fängt am Baum an. Das heißt, das Obst muss stimmen, muss gepflegt werden. Dann geht es über die Ernte weiter ins Einmeischen. Ganz wichtig ist, nichts Faules. Manche gehen sogar so weit, dass sie die Birnen entstehlen. Das habe ich auch schon mal probiert. Aber ich habe nicht festgestellt, dass der Schnaps dadurch signifikant besser wird. Also ich bemühe mich halt, alles rauszuschneiden. Alles Faulige muss weg, wird aussortiert und das Obst wird gewaschen. Früher war das ja überhaupt nicht der Fall, dass man das Obst gewaschen hat. Mein Schwiegervater hatte zum Beispiel ein Wasser in der Brennerei mehr oder weniger zum Obstwaschen nicht eingesetzt. Aha. Das ist also, das Obst ist so gemeischt worden, wie es angeliefert worden ist. So. Das machen wir nicht. Macht ihr nicht? Nein, wir waschen gründlich. So, wie viel Kilo wurden denn angeliefert eigentlich? Heuer haben wir wenig gemacht. Eine Tonne habe ich liefern lassen. Er hat ja gar nicht mehr gehabt, der Herr Schmidt. Okay. Und die haben wir eingemeischt. So. Und wie das Ganze jetzt vonstatten geht, sprich einmeischen, was das bedeutet, ja, das zeigen wir euch jetzt, weil da drüben geht es nämlich weiter mit der Birne. Nicht nur Ortswechsel, nein, Achtung, auch Personenwechsel. Frau Gronauer, ja. Jetzt heißt es meischen. Das bedeutet, was macht ihr jetzt genau? Wir machen Folgendes. Wir lesen die faulen Birnen raus, schmeißen das andere ins Wasser und dann werden sie gewaschen. Wir müssen auch dann noch aussortieren hier im Wasser. Aber sie riechen schon so gut, ne? Ja, haben schon Aroma. Ja. Kommen jetzt raus und jetzt schauen wir noch mal, ist was faul. Jetzt schau dir alles nochmal durch und guckt, ist ein Blatt dran, ist eine faule Stelle. Genau. Was passiert mit dem fauligen Obst? Das kommt aus und dann wird es weggeschmissen, der Rest. Ah ja. Sehen Sie, wie schön die Birnen sind. Ne? Ja, schöne Farbe haben die jetzt auch, ne? Ja, ja. Mein Mann misst es auch immer. Da sehe ich noch ein Blatt. Ha. Genau. Wir stellen sie an. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Gleich einen Job bekommen. Super. Ja. Macht man das eher so als Hobby oder als Leidenschaft? Naja, mein Mann ist damals, mein Vater konnte nicht mehr und der hat gesagt, mach halt du die Brennerei weiter. Mein Mann war Zahnarzt früher und hat dann einen Kurs gemacht. Als einen zweijährigen Brennerkurs und ist jetzt auch staatlicher Brenner. Aha. Das ist der Abschluss. Und jetzt machen wir es halt so. Wir sind eine kleine Brennerei und bleiben es auch. Also Ihr Mann war Zahnarzt? Ja, ja. Was man noch verraten kann, glaube ich, Herr Gronauer, Sie sind auch noch Jäger, ne? Ja, 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 genau. Also Jäger, Brenner und früher Zahnarzt. Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können, ne? Und der erste war doch immer der Spruch. Oh. Guck mal da. Sie sehen, wie trüb das Wasser wird. Ja. Ja. Und was da noch für Dreck dran ist, obwohl die Birnen eigentlich auf dem Baum hängen. Ja, und sauber ausschauen. Ja. Ja.
Aber der sieht, wie trüb das wird. Das ist eben doch viel Staub dran, den man so nicht erkennt. Können wir mal einschalten, Folge. Ja. So, also nun ist also der Fülltrichter voll. Was passiert jetzt? Jetzt schalten wir die Pumpe ein, dann werden die Birnen geschreddert über eine Welle, ja, die da unten eingebaut ist, und dann über den Schlauch, das werden wir gleich sehen. Da gehen sie weiter. Ah! So, dieser Bottich wurde schon Freitag gemeischt. Freitag gemeischt. Heute ist Sonntag. Das riecht aber schon. Ja, 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 natürlich. Das riecht schon recht nach Alkohol. Ja, na, das riecht nach Kohlendioxid. Stimmt. So, CO2 ist das. Stimmt, das, ja, das hat so ein, ja, so leicht bissig, ne? Ja, ja, das entsteht. Also das heißt, hier rein die Birne, was kommt dazu? Das zeige ich Ihnen nachher gleich. Beim Einmeischen schon, ja, kommt Säure dazu. Aha. Ich nehme verdünnte Schwefelsäure und Hefe. Also, dann schaut ihr weiter zu und wir sehen uns gleich. Jetzt sind die 100 Liter Maische ungefähr fertig, wenn der Trichter gerade durch ist. Und da kommt jetzt die Säure mal dazu. Da habe ich ein bisschen mehr als ein Dreiviertel Liter 10%ige Schwefelsäure. Schwefelsäure? Warum Schwefel? Ja, das ist am günstigsten. Okay. Es gibt andere Möglichkeiten auch, aber das, die sind recht teuer. Welche Säuren gäbe es noch? Weinsäure zum Beispiel, mhm, und so. Ne? Aber wir verdünnen die Schwefelsäure selber von der konzentrierten. Was macht jetzt dann die Schwefelsäure eigentlich im Fass? Die Säure. Die Säure nur. Wir müssen die Maische auf einen pH-Wert von 2,8 bis 3,2 bringen. Mhm. Ja? Also es ist richtig sauer, weil dadurch werden die Karmhefen, die wilden Hefen, die man nicht will, unterdrückt. Mhm. Das ist das, was Schimmel zum Beispiel gibt, ja, das sind Karmhefen, die nachher drauf sind. Und unsere Edelhefe, die ich jetzt dazugebe. Die Edelhefe? Ja, Spiriferm heißt die. Aha. Das ist also eine Reinzuchthefe, die verträgt dieses saure Milieu. Ah ja. Ja. So, die geben wir da dazu. Und die entwickelt sich trotzdem sauren Milieu. Und wie gesagt, die unerwünschten Karmhefen, die wilden Hefen, ja, die werden bei diesem pH-Wert im Wachstum gehemmt. Ah, okay. Unterdrückt. So, dann würde ich sagen, ab ins Fass damit, ne? Ja. Schweres Gerät, was kommt jetzt? Jetzt muss ich durchrühren. Dass es homogen ist, dass die Maische homogen wird und die Schwefelsäure sich überall verteilt, mhm, und da muss ich pH-Wert messen. Damit könnte man auch schön Sahne schlagen, ne? Schon, was, wo kriegt man sowas her? Ist das Bäckerbedarf oder? Ist das Bäckerbedarf? Dieser Betonrührer. Gut. Und macht der Mörtel damit auch noch Beton? Also Betonrührer tut es aber auch, ja, wenn es darum geht, die Maische zu vermengen. Wenn ihr riechen könntet, ja, es riecht so, man kann es nicht beschreiben. Irgendwie so. Ah, doch, wenn ich tiefer bin, riecht es richtig süßlich. Aber von da kommt das CO2 und das hat ganz schön Muff, du. Puh. Ja, da riecht es besser. Mhm. Wo ist denn jetzt der Herr Gronauer? Da ist er. Ha. So, dann habe ich hier mein pH-Meter. Aha. So, wo müssen wir jetzt landen ungefähr? Bei 3,2 müssen wir mindestens landen. Okay.
oder niedriger? Aber nur knapp niedriger. 2,8 bis 3,2. So, halten wir es mal rein. Ja, jetzt sind wir bei 2,8, das passt. So, das heißt, pH-Wert stimmt, wir haben gemeischt, es ist die Hefe drin, ja. Die Säure ist drin. Und nun heißt es zumachen. Ja, Deckel drauf. Aber das CO2 riecht wirklich gewaltig, ne? Ja, ja. Das riecht so muffig ein bisschen, ne? Ja, ja. Deckel, bringe ich den Ring. Hui. Jetzt ist er wieder weg. Also. So, und noch was Spannendes, was kommt jetzt? Das ist Gärröhrle. Das Gärröhrle. Früher war es ein Röhrchen, heutzutage ja. Ist es ein Becher, ja. Weil die Technik sich geändert hat. Und das hat hier eine Markierung höher, dass das Wasser nicht stehen, weil sonst zieht es das Wasser mit rein. Ah. Wenn wir Becher. Das heißt, somit ist es verschlossen, luftdicht, aber das Gas kann... Genau. Das blubbert dann, so wie man es hier sieht, raus. Mhm. Ja? Oder wie hier am Rand. Genau, genau. So, das heißt, die beiden Fässer sind jetzt voll, das ist voll. Ja. Wie viel Liter Fass, so ein großes Fass? Das ist ein Tausender. Ein Tausender. So, das heißt... Wenn alles reingehen sollen, aber es wäre zu viel geworden, es wäre übergelaufen. Okay. Weil man darf 20-30% weniger Maische rein tun, als Fassungsvermögen ist. Aha. Weil beim Gären bläht sich das Ganze auf. So, das heißt, wie viele Wochen müssen wir jetzt warten? Ungefähr 4 Wochen. Wenn die Gärung fast zum Stehen gekommen ist, noch nicht ganz zum Stehen gekommen ist, dann wird gebrannt. So, also dann machen wir jetzt Folgendes. In 4 Wochen sehen wir uns wieder, also für euch gleich. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir in 4 Wochen wieder hier bei meinem Gronau und dann zeigen wir euch, wie aus der Maische der Schnaps wird. So einfach ist das. 4 Wochen später und wir sind wieder im Feuchheim angekommen. So, in den 4 Wochen hat sich einiges getan. Ja, die Maische hat schön gegärt. Etwas kürzer, als ich erwartet habe. Aha. Es ist also, die Gärung ist vollständig beendet und es wird Zeit, dass wir brennen können. Woran merkt man, dass die Gärung beendet ist? Wenn keine Gasblasen mehr rausblubbern aus dem Deckel. Dann ist alles fertig. Ende. So, es riecht auch ganz, ganz süßlich. Man riecht schon ein bisschen so den Alkohol auch, ne? Ja, 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 ja. Es sind keine Hefen drauf, wie man sieht. Es ist eine wunderbare Maische. Hm? Lebensmittelüberwachung war gestern auch da oder vorgestern. Hm? Hat auch das für sehr gut empfunden. Der hat auch reingeschaut, obwohl ich es nicht so gern habe. Okay. Dass jemand einfach den Deckel aufmacht, aber so war es halt. Na gut. Nach was schmeckt es denn jetzt eigentlich, wenn man es probieren würde? Halt den Finger rein. Halt den Finger rein. Also da halte ich meinen Finger da. Hm? Nicht mehr süß. Sauer, ne? Sauer. Ah. Klar, sauer. Der Zucker ist ja umgesetzt in Alkohol. Mhm. Außerdem ist die Maische ja angesäuert worden mit verdünnter Schwefelsäure auf pH-Wert 3,0 ungefähr. Und es muss sauer schmecken. Es schmeckt wirklich sauer, wie saure Gurken. So, was wir jetzt machen, wir pumpen jetzt von hier rüber, weil dort wird gebrannt. Und wie so ein, findet man das Brandofen? Nee. Brennofen, ja, ja. Brennofen. Brenngerät. Brenngerät. Also wie ein Brenngerät funktioniert, das zeigen wir euch jetzt gleich. Umgepumpt wurde ja, denn sind jetzt wie viele Liter ungefähr? Es sind 147 Liter gehen rein in die Brennblase. Das ist genau vom Zoll festgestellt und muss auch hier stehen. So, jetzt haben wir hier einen Brenner. Das heißt? Wir heizen nicht mit Holz, sondern mit einem Ölbrenner. Den habe ich vorhin schon angeschalten. Und sobald aus dem Kessel, aus dem Wasserbad, wenn das kocht, tritt hier Dampf aus, dann mache ich zu. Dann wird der Druck hochgefahren und dann geht's los. So, das heißt, welche Temperatur brauchen wir dann? Wenn ich hier am ungefähr etwa 40 Grad habe, dann muss ich den Druck reduzieren und dann geht es langsam los.
So, das heißt, der steigt dann praktisch, steigt nach oben und dann? Die Gase, die entstehen, die Alkoholdämpfe steigen nach oben, fallen wieder zurück auf die drei Böden, um dann in den drei Böden wieder aufzusteigen, gekocht zu werden. Und so erreichen wir ungefähr Alkoholgehalt von, sagen wir mal, 75% rund. Bei Kernobst. Das heißt, er steigt nach oben, fällt wieder runter, wird wieder nachgebrannt, geht wieder nach oben, bis wir ihn sauber haben. Und dann geht es im Geistrohr, der Deflegmator ist da oben drin, da ist kaltes Wasser drin, das füllt sich automatisch. Das sorgt dafür, dass die Dämpfe kondensieren und gehen dann hier durch den Deflegmator, am Deflegmator vorbei, übers Geistrohr in den Kühler rein. Und laufen hier unten dann raus. Welche Temperatur hat dann der Brand, wenn er rauskommt? Der ist kühl. Ganz kalt. So wie Wasser. Und dann könnte man ihn auch gleich trinken, theoretisch. Ja. Vorlauf würde ich nicht empfehlen, der ist giftig. Das ist giftig? Ja. Da ist Methylalkohol und Aldehyde drin, die nicht sehr bekömmlich sind. Also würde ich doof machen. Bitte? Würde ein bisschen doof machen. Ja. Ja. So wie zu viel Alkohol auch. Das heißt, von diesen 147 Litern, wie viel ist da ungefähr Vorlauf? Das ist unterschiedlich. Also bei Birne muss man bis zu 1,5 Liter rechnen, pro Blase. Ab wann weiß man, dass der Vorlauf zu Ende ist? Das ist sensorisch. Das heißt riechen? Riechen und schmecken. Okay. Mittlerweile hat sich viel getan. Der Druck steigt. Wir sind bei 0,4 Bar etwa. Ja. Das heißt, unten drin ist ja dieser Wasserkessel, der erhitzt die Maische. Jetzt steigt sie nach oben und es wird spannend. Wie heißt dieser Bereich? Das ist das Kotzbecken. Das Kotzbecken. Warum heißt das Kotzbecken? Weil das, was überschäumt, durch ein Löchle reinkotzt. Ach so. Darum heißt es Kotzbecken. So, wenn jetzt nachher alles gebrannt ist, ja, bleiben ja auch Reste übrig da drin, das heißt die Maische. Was macht man damit? Das ist die entalkoholisierte Maische, nennt man Schlempe. Die Schlempe geht bei uns in den Kanal, man kann sie aber auch als Tierfutter verwenden, Schweine und so. Das heißt, unbedingt kann das Schwein das essen? Ja, da ist ja kein Alkohol mehr drin, so gut wie keiner mehr drin. Aber es wäre auch schön, so ein Schwein mit einem guten Rausch, ne? Ja, das wollen wir nicht so. Das früher die Hühner gefüttert haben mit Bierbrot, ne? Bierbrot? Kennst du das nicht? Nein. Die Scherzpolde. Haben sie Brotbröckele mit Bier getränkt und den Hühnern vorgeschmissen. Und die sind dann rumgetorkelt, als besoffen waren, ja. Wieder was gelernt. So, das heißt, jetzt kocht es im Kotzbecken, steigt auf, jetzt geht's hier rein. Was passiert dann? Die Alkoholdämpfe steigen auf, jetzt im Deflegmator, werden kondensiert und wieder zurückgeschlagen, weil sie noch nicht konzentriert genug sind. Und werden in den drei verschiedenen Ebenen dieser Verstärkerkolonne nochmal destilliert, bis schließlich ungefähr 75%iger Alkohol übers Geistrohr rausläuft und bei der Vorlage rauskommt. So, er muss rüber, wir gucken ein bisschen dazu. Jetzt kommt schon was, haha. Jetzt beißt der Vorlauf, ne? Ja. Sollte man jetzt nicht trinken. So, da drehen wir mal hier zu. Dann kommt jetzt der Vorlauf. Halt mal ein bisschen Dampf ab. Aber das ein bisschen zu schnell geht. Wie ihr gesehen habt, ja, ist einmal was passiert. Der Herr Gronauer hat alles in kleinen Gläsern abgefüllt. Warum? Um die einzelnen Fraktionen zu trennen, was ist noch Vorlauf und was ist schon Mittellauf. Den Mittellauf kann man verwenden, der Vorlauf wird verworfen. So, und jetzt soll ich mal riechen. Ja. Also das hier war der erste. Das beißt. Das beißt. Boah, das beißt in der Nase. Und das war der letzte? Das war der letzte. Wow. Was riecht hier gleich ganz anders? Es riecht aromatisch nach Willi. Nach Willi, aber das Vor ist ja, boah. Ja, da sind eben diese alte Hütte und so weiter drin, die man nicht haben will, die giftig sind. Okay, also
wirklich eine Sensation. Hier riecht es wirklich schon wie Willi. Und nun haben wir umgesteckt. Was ist jetzt? Jetzt haben wir die Vorlage aufgesteckt. Und da wird dann der Willi. Der Mittellauf fängt jetzt praktisch an. Ja. Er hat jetzt angefangen, der Mittellauf. Und den werden wir jetzt in den Eimer reinlassen. Der kommt dann später in den Kanister. Ah, okay. Das ist das, was man verwenden kann. So, wie lange, wenn jetzt dann alles fertig ist, bleibt der im Kanister? Im Kanister bleibt er nicht lang, weil das Plastik ist, kommt er sofort raus in Glas oder Edelstahl, okay, und wird dann mindestens ein halbes Jahr aufbewahrt. Ein halbes Jahr zum Ruhen? Mindestens. Mindestens? Mindestens. So. Bei uns ist es immer ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Wow. So, also. Die Qualität steigt. Die steigt dann? Ja. Das heißt, das Aroma entfaltet sich besser, oder? Ja, der wird runder, abgerundeter. Die Alkoholspitzen bauen sich ab. Aha. Wow. Und das macht den runden Geschmack. So, da schauen wir ein bisschen über die Schulter noch drüber. Und dann, wenn es da drin ist, ja, im Kanister, dann gucken wir, wie es weitergeht für euch. Mittlerweile sind wir ganz, ganz unten im Keller angekommen, weil hier passiert jetzt Folgendes. Wenn gebrannt wurde, füllt ihr das Ganze in Fässer ab. Den Willi zum Beispiel, der kommt in diese Edelstahlfässer rein und der bleibt ungefähr ein Jahr drin liegen. Ungefähr ein Jahr. Ich habe hier habe ich die Losnummer, das kann ich euch genau, 65, ja. Die ist eineinhalb Jahre alt. Da habe ich noch Restbestände, die reichen mir noch ein wenig. Da drunter, das ist luftdicht abgeschlossen. Und dann reift er vor sich hin, in konzentrierter Form. Das heißt, was ich euch gerade sagen wollte, oben lief gerade der Brand raus mit 87% Alkohol. Das heißt, der ist auch mit dieser Anzahl hier gelagert. Ja. Wie geht er jetzt runter auf die endgültige Summe? Auf die endgültige Summe, das heißt, wir stellen normalerweise die Brände auf 40% Alkohol ein. Ja. Die werden mit entmineralisiertem Wasser werden sie gestreckt sozusagen auf Trinksteige herabgesetzt. Ach so. Und dann gibt es einen 40%igen Alkohol, Schnaps, Destillat. Das kann man entweder filtern, aber der Trend geht zum Ungefilterten. Zum Ungefilterten, warum? Weil halt bei jedem Filter bestimmte Geschmacksstoffe, die langkettig sind, die werden durch den Filter zurückgehalten, aber sie sind auch Aromaträger. Drum lässt man das gerne mit drin. Ah, okay. Die sind halt dann leicht trüb, zwar nicht sehr trüb, aber das ist unterschiedlich, je nachdem. Leicht trüb und nicht hundertprozentig klar wie der gefilterte. Jetzt gibt es hier aber auch Holzfässer, wie ich sehe. Was lagert ihr da? In dem Fass ist er 150 Liter, der Lagerzeit 4.4.18 Apfel. Oh. Apfelbrand. Der wird mit 56% eingefüllt und kommt dann ungefähr mit 48 raus, nach 5 Jahren. Okay. Dieses Fass habe ich vorgestern geleert. Da war Zwetschge drin, alte Zwetschge, 5 Jahre. Mhm. Der Rest war jetzt 6 Jahre drin, das habe ich leer gemacht. 6 Jahre? Ja. Dann haben wir hier hinten leere Fässer. Da war Gin drin in dem einen. Im anderen war Himbeerbrand drin, Himbeergeist. Hier habe ich ein Maulbeerfass und nebendran ist noch Cognac drin. Cognac? Weinbrand. So, was wir jetzt machen, wir gehen wieder nach oben und nun zeigen wir euch, wie der eineinhalb Jahre alte Brand gestreckt wird und in den Flaschen abgefüllt wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Angekommen in der Abfüllung sind wir. Es sieht wirklich urig bei euch aus. Ja. Ja. Ich habe ein ganz einfaches Wasserentfernungsgerät hier stehen. Es langt ungefähr für 1,5 Kubikmeter. Mhm. Das drehe ich auf. Da ist eine Salzfüllung drin. Mhm. Und das Salz nimmt die Kalkbestandteile und Phosphate raus. Ah, okay. Da muss ich hier aufdrehen. Das erste wird verworfen. Und das, was jetzt da in den Becher reingeht, das ist das
Wasser, das wir zum Herabsetzen der Brände auf Trinkstärke verwenden. Aha, okay. Das ist jetzt also entmineralisiert. Fresh pur. Ja, ohne Kalk. Ja. Okay, das war's eigentlich. So, jetzt haben wir den Hammer verdünnt. Der lagert jetzt schon in den Ballons dort. Ja. Das fertige Destillat. Die Flaschen müssen wir noch spülen. Das kommen zwar sauber an, aber man weiß nie genau, ob nicht eine Fliege drin ist oder so. Okay. Auch der Trockenständer ist sehr originell. Drum werden die Flaschen nochmal gespült. So, jetzt muss ich mir das Richtige suchen. So. Dann haben wir hier ein kleines Abfüllgerät. E0-Matic heißt es. Es arbeitet mit Unterdruck. Und da lagen jetzt die ganzen Brände, die schon auf Trinkstärke sind. So ist es. Die sind alle auf Trinkstärke. Vogelbeer, Erdbeer und so weiter. Vogelbeere, spannend. Ja. Dann haben wir hier einen Willi, aber ich will jetzt den ungefilterten haben. Den ungefilterten Willi. Den hole ich mir mal vor. Aber da kann man sich bei euch auch einen schönen Abend machen, ne? Also wenn man so, gerade zu Corona-Zeiten, so jeden Abend ein bisschen Schnapsprobe, ne? Ist der noch gut? Ja, so ist es. Und ist er schon hinüber. Das ist der Füllschlauch, der wird hier angeschlossen. Mhm. Da müssen wir noch Strom draufgeben. Jetzt muss ich aber zuallererst mal eine Flasche wiegen. Eine Flasche wiegen? Ja. Warum muss die gewogen werden? Das werde ich gleich. Da habe ich hier eine Waage, ist sogar geeicht. Wir stellen das auf Null mit der Tara. Die Brände dürfen heutzutage nicht mehr, das heißt, sollten nicht mehr nach Volumen abgefüllt werden, sondern nach Gewicht. Aha. Also bei euch ist wirklich alles Handarbeit, ne? Ja, ja. Jetzt kommt's. So, jetzt läuft's rein in die Flasche. Schalten wir hier mal aus. Jetzt habe ich einen 40-prozentigen, muss 0,5 Liter 474 Gramm wiegen. 474? Und das ist leicht trüb, ne, weil es ja ungefähr da ist. Der hat so eine leichte Goldfarbe, ne? Ja, da ist jetzt noch ein bisschen mit. So. Ja. Ein bisschen zu viel, 3 Gramm zu viel. Die 3 Gramm. Die sind. Aber ich weiß jetzt, wie weit bis zu dem Hals, dann passt es. Ja? Wow. Und so muss man das machen. So. Es ist nämlich so, dass man, wenn man nach Volumen abfüllt, bei so einer Temperatur bescheißt man sich. Hm. Weil es kalt ist, da ist das Volumen geringer. Wenn ich natürlich bei 20 Grad oder noch mehr abfülle, bei 20 Grad wäre es gerade in Ordnung. Okay. Aber wenn es noch wärmer ist, dann ist zu wenig drin in der Flasche. Okay. Weil bei 20 Grad, das ist ja immer auf 20 Grad ausgelegt, alles bei uns. Die Volumenprozent und die Inhalte. So, jetzt wird es verschlossen. Also immer nach Gewicht. Na gut, nehmen wir so und das ist erwischt. So, den drehe ich drauf. Mhm. So. Muss ich mir ein Rückenetikett schreiben. Ich finde es jetzt so toll bei euch, wirklich alles mit Hand geschrieben, nichts mit der Maschine, alles schön per Hand. Da guckt man ja, das ist das Rückenetikett. Das ist das Frontetikett. Das ist das Etikett vorne. Aha.
Wie gesagt, da gibt es auch Etikettiermaschinen, haben wir nicht. Trägt unser Betrieb nicht, brauchen wir auch nicht. Geht auch so. Ich mache das alles immer selber. Man merkt, dass das nicht ganz trocken drum rutscht. So. Wow. Das kommt da noch hinten drauf. Wir hatten auch Überschriften 65 da drauf geschrieben. So, das ist das Rückenetikett, wo die Losnummer draufsteht. Ganz wichtig, das ist Vorschrift. Frontetikett muss draufstehen, die Bezeichnung. Mhm. Williams Christbirne, das muss eine bestimmte Größe haben. Dann die Stärke 40% und der Inhalt. Ah, okay. Und der Hersteller. Das sind wir. Ja? Mhm. So. Und am Rückenetikett kann die Losnummer stehen. Die Losnummer heißt? Jeder Brand hat eine Nummer. Mhm. Was wir jetzt gebrannt haben heute, das hat die Losnummer 84 gekriegt von mir, die vergebe ich selber. Okay. Fortlaufende Reihe. Ah ja. Na? Das wird notiert, dass man es nie in Verwechslungsnöte kommt. Und dann passt es. Und schließlich ist noch Vorschrift, das Ganze zu versiegeln. Ah, luftig zu versiegeln, dass es auch nie offen war. So ist es. Um okay. Nachzuweisen, dass da keiner schon mal dran rumschnabuliert hat. Ja, und wie wird es jetzt festgemacht? Moment, das machen wir gleich. Das sind sogenannte Schrumpfkapseln. Aha. So, meine Losnummer habe ich draufgeschrieben hinten. Etikett draufgeklebt noch, ungefiltert. Jetzt wird die Kapsel angeschrumpft. Und fertig ist der Lack. Und fertig ist der Schnaps. Verkaufsfertige Flasche. Also Herr Kronauer, erstmal danke, dass wir da sein durften. Bitte schön. Fand ich ganz toll, ja, dass wir das mal zeigen konnten. Ja. Also sensationell, ja. Aber für euch habe ich noch was, ja. Und was das ist, erfahrt ihr jetzt gleich. Das war also unsere große Reportage von der Birne bis zum Schnaps. Unglaublich, ja. Bis alles wächst, bis es geerntet wird, welcher Zuckergehalt, das Einmeischen, Ausschneiden, Brennen. Also ich glaube, der Preis ist mehr als gerechtfertigt. 19 Euro für so einen tollen Brand. Ehrlich, sensationell, ja. Wo findet ihr die Brennerei Amon? Ihr findet sie in Forchheim in Oberfranken oder bei Google mal eingeben, gibt auch einen Online-Shop. Also wenn ihr einen guten Brand wollt, auch als Geschenk, glaube ich, eine richtig coole Idee. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Servus, taha, bis zum nächsten Mal, wo wir dann unterwegs sind, was wir Folge entdecken. Ihr könnt gespannt sein und immer ein was machen. Ja, lasst ein Like da auf unserem YouTube-Kanal TV1, die Reportage, teils wie die Wilden, ja. Und dann sehen wir uns bald wieder. Servus und tschüsschen. Ich trinke jetzt einen Schnaps. Ciao. Gefallen dir unsere Sendungen? Dann abonniere uns bei YouTube. Auf unserer YouTube-Seite TV1, die Reportage, findest du viele unterhaltsame und spannende Reportagen zu verschiedenen Themen. Außerdem siehst du immer zuerst unsere neuen Sendungen. TV1, die Reportage. Aufregend anders.